Hallo und herzlich willkommen zu einem Video mit mir, Gaius Julius Caesar. Und ja, ich wollte einfach mal Danke sagen. Danke für 100 Abonnenten. Das ist alles nur möglich gewesen durch euch, durch meine Zuschauer, durch meine Abonnenten, die mich bisher so fleißig unterstützt haben, die meine Videos anschauen, die sie liken, die Kommentare darunter schreiben und die natürlich mich auch weiterempfehlen. Das ist ja sehr wichtig, weil am Anfang ist es immer extrem schwierig, als neuer YouTuber von klein an anzufangen. Und da bin ich einfach sehr darauf angewiesen, dass ihr, wenn euch meine Videos gefallen haben, das auch euren Freunden weiter erzählt, sodass ja immer mehr darauf aufmerksam werden. Und ich bin natürlich auch auf euer Feedback immer gespannt gewesen. Ich habe ja schon einige Videos dazu gemacht und das hat mir auch immer sehr geholfen, um diesen Kanal noch zu verbessern, und das wird natürlich auch weiterhin so sein, denn mein Ziel ist es jetzt, ja, weiter zu wachsen. Also ich hätte ja nie gedacht, dass ich in kürzester Zeit innerhalb von ungefähr 3 Monaten über 100 Abonnenten hinbekomme. Jetzt aber hat mich der Ehrgeiz gepackt, Leute. Jetzt will ich auch weiter wachsen und mit euch zusammen groß werden. Mein nächstes Ziel: 200 Abonnenten, dann 500 Abonnenten und schließlich die 1000 Abonnenten. Ich weiß, das liegt noch in weiter Ferne, aber jetzt habe ich auf jeden Fall ein Ziel, auf das ich hinsteuern möchte, mit euch zusammen, für euch natürlich. Ich möchte meine Videos so gut es geht auf euch abstimmen, was ihr sehen möchtet. Natürlich muss es mir auch immer noch Spaß machen, das ist, denke ich, trotzdem noch das Wichtigste, dass es auch euch Spaß macht, das anzusehen. Und ja, hier bin ich jetzt mal kurz in meinem YouTube-Kanal in der Beschreibung. Ihr seht es hier nochmal, 103 Abonnenten derzeit. Am 21. August, also gestern, habe ich eben den 100. Abonnenten dazu bekommen. Und da wollte ich mich jetzt eben nochmal bedanken. Ich habe das jetzt hier auch mal in meine Beschreibung hier genommen. 100 Abos am 21.08.2017. Offizieller Start des Kanals war der 31. Mai 2017. Das hier oben mit 2016, das Datum ist nur der Zeitpunkt, wo ich eben in YouTube angemeldet war, um Kommentare zu verfassen. Aber offiziell habe ich sozusagen erst wirklich vor ungefähr 3 Monaten angefangen und bin jetzt eben schon sehr überrascht, wie weit ich gekommen bin. Und zwar nur durch euch. An der Stelle möchte ich auch nochmal hier, wie es in der Beschreibung steht, kurz für die, die mich noch nicht vollständig kennen, kurz erklären, um was es denn in meinem Kanal geht. Also, ich mache ganz viele Projekte, viele verschiedene Spiele, hauptsächlich Age of Empires 3. Also es ist wirklich ein wichtiges Standbein und ich glaube, das wird auch immer ein wichtiges Standbein bleiben. Schau da vor allem mal morgen auf meinen Kanal. Da wird es um 10 Uhr vormittags ein ganz, ganz besonderes Infovideo geben zu Age of Empires 3. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber an dem Infovideo waren einige YouTuber mit mir zusammen beteiligt bezüglich Age of Empires 3. Gut, dann spiele ich natürlich auch noch liebend gern Mountain Blade Warband, Napoleon, Total War und die Europa Universalis 4 Spiele. Napoleon, Total War und die beiden Europa Universalis 4 Spiele spiele ich mit dem geschätzten Gamer Jans. An der Stelle möchte ich mich auch an ihm nochmal sehr bedanken. Er hat mich auch immer schön unterstützt und mir geholfen und mir als Multiplayer-Partner und auch in meinen Videos und Aufnahmen beigestanden, in den Schlachten von Napoleon Total War und in den Kampagnen von Europa Universalis und natürlich auch der Game of Thrones Mod von Europa Universalis. Ja, und dann spiele ich natürlich auch noch das wunderschöne Banished, das ich so als kleiner Ruhepol fortsetzen möchte, weil ich einfach die Atmosphäre dort sehr schön finde. Geplant, Leute, sind so viele Projekte, das ist jetzt noch relativ alt, als ich das geschrieben habe: Empire Total War, Stellaris, Anno Victoria 2, Rome Total War 1, also nicht 2. Aber die ganzen Projekte will ich auf jeden Fall irgendwann noch machen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich die sofort machen werde, aber irgendwann kommen die auf jeden Fall. Und vieles mehr stimmt hier wirklich. Es sind noch locker 10 andere Spiele, die ich eigentlich euch zeigen möchte, aber so viel Zeit habe ich dann einfach auch nicht,
um euch die zu zeigen. Derzeit bin ich jetzt sogar noch im Lernstress, da noch wichtige Prüfungen anstehen. Aber ich dachte mir, so ein kurzes Video, um Danke zu sagen für die 100 Abonnenten, muss schon sein. Ich denke, ein extra Abonnenten-Special wird es dann im September auch noch geben für die 100 Abonnenten. Ab da habe ich dann auch wieder mehr Zeit, um ja hier für euch da zu sein. Natürlich werden trotzdem weiterhin jeden Tag Videos hochgeladen, mindestens normalerweise pro Tag ein Video. Das, wie es bisher eigentlich auch war, immer zu den verschiedenen Uhrzeiten. So, was natürlich dann auch noch zwei wichtige Punkte in meinem Kanal sind. Einmal die Game of Thrones Videos, die mir unheimlich viel Spaß machen. Ich bin ein riesen Fan dieser Serie. Ich habe jetzt hier immer ja, Reviews gegeben zu den aktuellen Folgen von Staffel 7. Und natürlich aber auch noch andere Videos zu Game of Thrones, zum Beispiel zur Vorgeschichte. Die will ich dann auch noch im September fertigstellen. Und noch weitere, ja, noch ein weiteres Quiz auf jeden Fall machen, vielleicht sogar noch mehrere. Ich denke, dass euch das auch interessieren könnte. Und dann natürlich noch ein wichtiger Hauptpart, der ja unter anderem auch erst dafür gesorgt hat, dass ich hier mit diesem Kanal begonnen habe, ist natürlich mein Stellaris Roleplay mit Steinwallens Unopia, also eine Art Sub-Let's Play. An der Stelle möchte ich mich auch bei Steinwallen bedanken. Nur durch seinen ja, Let's Play war es mir möglich, so ein Roleplay aufzubauen mit meinen Videos, die sich um die Anhänger des erleuchteten Nupismus drehen, wo es halt eben vor allem um rollenspielerischen Aspekte geht. Und da hat sich mittlerweile eine große Community zusammengefunden, die meine Videos dann auch kommentieren. Alles natürlich rollenspielerisch. Jeder begibt sich in eine Rolle und schreibt da teilweise extrem lange Texte. Das macht mich schon richtig stolz, dass ich das hier so pushen und bewirken konnte. Und ja, mal schauen, ob Steinwallen das irgendwann auch noch in seinen Videos erwähnen wird, meine Sub-Let's Play zu ihm sozusagen. Gut, dann denke ich, war es das wieder hier mit diesem Video. Wie gesagt, es geht in Zukunft schön weiter, ab September wieder richtig mit auch neuen Spielen, die geplant sind. Ich denke, ich werde da vielleicht auch mal Abstimmungen machen lassen. Jetzt, da ich schon so viele Abonnenten und Zuschauer habe, werde ich einfach Abstimmungen, denke ich, machen, welche Spiele ihr gern haben möchtet und vielleicht auch mit welchen Nationen, mit welchen Ländern, je nachdem, was das für ein Spiel ist, um euch auch ein bisschen einzubinden. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war wieder sehr interessant und es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns sicher bald wieder in einem meiner Videos. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.